Servus Leute, wie immer herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich hier meinen Zylinderkopf einmal wieder fit gemacht habe. Nun gehen wir an den Motorblock. Ich werde ihn wieder zusammenbauen, zwar nicht komplett. Ich möchte heute einfach nur zeigen, wie wir wieder diesen Rumpf einmal zusammensetzen, sprich Steuerkette, Kupplung, Ölpumpen, alles einfach wieder zusammen montieren, damit wir nur noch im letzten Video unseren Zylinder aufstecken müssen, Kolben einbauen müssen. Hierzu gibt es natürlich auch ein paar spezielle Sachen, das seht ihr dann im nächsten Video. Die nötigen Teile liegen da. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Kleine Info für euch, schaut mal in die Videobeschreibung. Ich habe zwei Gutscheincodes für euch, einmal bei motorradersatzteile24.de und bei meinem Partner KDM-Shop24. Jeweils 10%, somit könnt ihr euch einfach mal mit original bzw. hochwertigen Ersatzteilen eindecken. Checkt's mal ab und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an und als allererstes legen wir erst einmal die Kupplung ins Ölbad, denn die dürfen wir nicht trocken verbauen. Nun bereiten wir hier unsere Reibscheiben der Kupplung vor. Diese müssen wir feucht verbauen, sprich wir legen sie vorher in Öl ein, am besten für mehrere Stunden, damit einfach diese Reibscheiben etwas Öl saugen. Ist zwar wirklich nicht die Welt, aber sie dürfen nicht trocken verbaut werden. Sie verursachen einfach zu viel Verschleiß im trockenen Anfangsstadium und deswegen legen wir am besten, ich habe hier meinen Kupplungsdeckel hergelegt, da fülle ich jetzt das Öl rein, das ich sowieso im Motor fahre. Ich fahre hier das Fuchsöl, bin super zufrieden damit, hat jetzt 100 Stunden keinen Verschleiß erzeugt und würde mal sagen, das Öl werde ich jetzt auch die nächsten 100, 200 Stunden hier in meinem Motor fahren. Das Öl können wir natürlich wiederverwenden, das wird nicht weggeschüttet. Deswegen hier auch einfach in den Kupplungsdeckel. Das Ganze fülle ich wieder ab und können wir beim Erstbetrieb einfach wieder in den Motor gießen. Nun würde ich sagen, machen wir am Motor weiter. Wir haben genau hier zuletzt aufgehört. Ich konnte das Polrad nicht runternehmen, weil einfach ein passender Polradabzieher gefehlt hat. Den verlinke ich euch mal. Ebenfalls benötigen wir dann hierfür ein Halteband. Ich habe eben das Polrad schon mal offen gehabt, weil ich eine Instagram-Story gemacht hatte. Mit diesem Halteband halten wir einfach unser Polrad fest, können gegenhalten und können jetzt unsere Mutter öffnen. Das geht natürlich nicht so einfach. Normalerweise brauchen wir ein bisschen mehr Kraft, aber wie angesprochen, ich habe das Ganze schon mal abgehabt, weil ich mein Polrad getestet habe. Auch hier dieses Halteband, ich werde es euch mal in der Videobeschreibung verlinken, richtig praktisch sowas. Polradabzieher aufdrehen. Anschließend können wir hier mit dem Schlüssel auf unser Polrad gehen, auf den Abzieher und drehen einfach bloß die Schraube hier rein und unser Polrad ist abgenommen. Hier haben wir unser Polrad. Das Ganze hat einen Konus drauf, das bekommt man nur hier mit so einem Abzieher runter. Nun haben wir hier unsere Gleitschiene, die Gleitschiene ist hier unten festgeschraubt. Ebenfalls ist hier unten so ein, ich würde fast sagen Ritzelschutz, ist es aber in dem Fall nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Steuerkette hier unten nicht raus kann. Wir bekommen diese Steuerkette jetzt nicht rausgenommen, das bedeutet, wir müssen mindestens diesen Schutz hier unten abschrauben und im Normalfall auch hier unsere Gleitschiene. Dann können wir einfach die Steuerkette rausnehmen und tauschen diese gleich gegen eine neue aus. Wenn wir diese Gleitschiene rausnehmen, schauen wir uns gleich mal diese Gleitschiene an. Hier drinnen kleidet unsere Steuerkette. Wenn diese Schiene verschlissen ist, natürlich auch wieder eine neue rein, aber auch hier kann man sehen, hier ist kein Verschleiß vorhanden, nichts eingelaufen, die können wir so wieder verbauen. Hier unten natürlich das gleiche, das verschleißt im Normalfall nicht, denn hier drauf kleidet keine Kette. Das ist eigentlich nur dafür da, dass die Steuerkette nicht hier unten überspringen kann, weil diese Führung verhindert, dass die Steuerkette genügend Luft hat, um überspringen zu können. Nun können wir hergehen und einfach unsere Steuerkette abziehen. Und hier haben wir unsere alte Steuerkette. Jetzt kann man mal schauen, ob sie verschlissen ist. Im normalen Fall sollte wirklich jedes einzelne Glied schön leichtgängig sein. In meinem Fall würde ich sagen, da ist nichts verschlissen. Die läuft super weich. Hätte man also auch wieder verbaut lassen können.
Da hätten wir es vielleicht gerade mal gesehen. Nee. Also die Steuerkette hat eigentlich auch nichts. Sie ist super weich und leichtgängig. Die hätte man verbaut lassen können. Ich mache jetzt trotzdem eine neue rein. Ich habe eine neue da. Das Ganze natürlich jetzt Steuerkette einfädeln und einfach wieder unsere zwei Führungen hier verbauen. Einmal diese Gleitführung hier oben und hier unten. Ich empfehle wieder Schrauben unbedingt einkleben, denn im Motor sollte jede Schraube eingeklebt sein, damit ihr in Zukunft keine Probleme habt, dass euch diese Schrauben rausfallen können. Wie angesprochen, Schrauben natürlich wieder einkleben. Hier kommt selbstverständlich wieder ein Drehmoment drauf. In meinem Fall sind es 10 Newtonmeter. Und wir sind hier eigentlich wieder fertig. Das Polrad kann wieder aufgesteckt werden. Wenn wir das gemacht haben, können wir nun wieder unser Polrad aufsetzen. Hier müsst ihr aufpassen, hier ist ein Schlitz drin, eine Nut eingefräst. Diese Nut muss natürlich mit unserem Mond hier unten übereinstimmen. Einfach aufschieben. Hier drauf ist ein Konus, das hält bombenfest, sobald es verschraubt ist. Zudem wird es geführt über unsere Nut und ja, diesen Halbmond, der hier drin sitzt. Sicherungsscheibe und unsere Mutter. Wir sollen aber das Ganze geölt einbauen, sprich ich nehme einen Tropfen Öl auf das Gewinde und wir können unsere Mutter aufschrauben. Die Mutter bekommt nun 60 Newtonmeter und wir benötigen wieder unser Halteband, das wir hier rumlegen, damit wir hier mit unserem Drehmomentschlüssel 60 Newtonmeter aufbringen können. Bei dieser Arbeit sollte man im besten Fall zu zweit sein. Das Ganze ist nicht ganz so einfach umzusetzen. Passt auf jeden Fall auf, wenn ihr das macht, dass ihr hier hinten nicht eure Steuerkette einklemmt und diese gleich wieder kaputt drückt. Auf dieser Seite sind wir fertig. Nun kann eigentlich hier wieder unser Lichtmaschinendeckel drauf. Nun kann unser Lichtmaschinendeckel wieder drauf, inklusive Lichtmaschine. Normalerweise gehört hier oben ein kleiner Klecks Dichtpaste drauf. Meine Dichtpaste ist leider ausgehärtet. Hab keine mehr da. Werde das Ganze zu verbauen, wenn es in Zukunft undicht wird, auf jeden Fall nochmal abnehmen. Hier oben ein Klecks Dichtpaste drauf, damit das Ganze abdichtet. Hier oben ist nämlich diese Gummitülle, wo einfach das Kabel durchgeht. Und hier werden sehr gerne die Motoren etwas undicht. Nun können wir wieder unsere Schrauben einsetzen. Hier oben kommt eine Schraube mit einer Unterlegscheibe rein. Das ist eine Kupferscheibe. Und die Schrauben bekommen jetzt 10 Newtonmeter. Die Schraube mit der Scheibe sollen wir jetzt noch nicht festziehen. Das machen wir erst, sobald unser Zylinder hier oben aufgesetzt ist. Rein theoretisch könnten wir jetzt schon unseren Ölfüller einbauen. Das Ganze werde ich aber noch nicht machen, da ich, wenn wir fertig sind, hier nochmal etwas Öl reinfülle, damit unsere Ölkanäle schon mal etwas Öl haben, dass sie beim Erststart nicht komplett leer sind. Der Motor war jetzt komplett zerlegt, sprich unsere kompletten Ölleitungen sind komplett leer. Hier werde ich zum Schluss nochmal Öl reinfüllen, Ölfilter reinstecken und danach können wir dann unseren Motor starten. Deswegen lasse ich das Ganze noch offen. Wir kümmern uns erst einmal um unsere Ölpumpen. Als allererstes können wir jetzt hier unsere Welle der Ölpumpen verbauen. Das ist etwas blöde, weil man jetzt von der anderen Seite das Ganze einfädeln muss und muss hier durchs Loch kommen. Aber ist doch machbar. Nun setzen wir unseren Innenrotor ein. Vorher müssen wir wieder unsere Achse hier durchstecken. Und wir können unseren Innenrotor wieder aufsetzen. Das Ganze prüfen, ob es läuft. Sobald es läuft, ein Tropfen Öl drauf. Nun kann unser Außenrotor drauf. Im Handbuch steht mit der Phase nach innen. Außenrotor ist drauf. Das Ganze kann man natürlich jetzt mal drehen, dass sich das Öl verteilt.
Nun kann hier unsere Abdeckung wieder drauf gesteckt werden. Selbstverständlich kleben wir auch diese Schrauben wieder ein. Und auch diese Schrauben bekommen 10 Newtonmeter. Prüfen wir das Ganze nochmal auf Freigängigkeit. Ölpumpe lässt sich problemlos drehen. Nun können wir hier unsere Achse einsetzen, damit auch unser Kunststoffzahnrad von der Ölpumpe wieder ihren Antrieb bekommt. Hierauf kommt jetzt eine kleine Scheibe und darüber kommt ein Sicherungsring. Immer darauf achten, wenn ihr solche Ringe verbaut, solche Sicherungsclips, dass diese wirklich in der Nut sitzen, sich frei drehen lassen und auch hier immer die Kontrolle, ob alles funktioniert. Nun kann das Ölpumpenzwischenrad drauf, darauf achten, dass die Zahnräder fluchten, die Unterlegscheibe und in diesem Fall den Sächerring mit der Zange wieder einsetzen. Auch hier die mehrfache Kontrolle, dass wirklich alles sitzt. Drehen wir den Motor doch einmal komplett rum. Motor ist einmal rumgedreht. Nun können wir die zweite Ölpumpe natürlich einbauen. Erst einmal einen neuen O-Ring verwenden. Diesen hier in die Dichtfläche legen. Ich habe ihn wieder etwas eingeölt. Nun wieder die Achse der zweiten Ölpumpe hier einsetzen. Diese Pumpe besitzt hier oben drauf eine Markierung. Diese Markierung muss in dem Fall nach innen zeigen. Anders könnte man sie eh nicht montieren. Das Ganze natürlich wieder einölen. Schauen, dass es schön im Stift sitzt. Und unser Außenrotor kann ebenfalls wieder verbaut werden. Auch hier ist eine Markierung drauf. Diese Markierung ebenfalls Richtung Motorblock. Nun natürlich unseren Deckel der Ölpumpe wieder aufsetzen. Und selbstverständlich kleben auch wir diese Schrauben wieder in den Block ein. Diese Schrauben bekommen jetzt nur 6 Newtonmeter. Somit sind auch unsere Ölpumpen wieder eingebaut. Hier mal eine kleine Info für euch, weil öfters gefragt wurde, wie sieht es mit meinen AliExpress eluxierten Teilen aus? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, am Motor selber bin ich etwas enttäuscht. Das Eloxat wird extrem hell, sprich sobald diese eloxierten Teile warm werden, haben sie nicht mehr ihre Farbe wie vorher. Das verbleicht ordentlich, hauptsächlich da, wo es warm ist. Am Motorrad selber, wo wirklich keine Hitze zustande kommt, bleiben die Teile schön orange. Aber hier werden sie richtig, ja, man kann es eigentlich am Pulli gerade sehen, wenn man überlegt, Pulli ist wirklich schön orange, fast diese Farbe hat dieses Teil vorher gehabt und es hat sich extrem verfärbt. Deswegen würde ich fast mal sagen, in Zukunft, wenn ich mal wieder ein paar Euro übrig habe, kommt sowas hier natürlich original Powerparts, damit das Ganze wieder schick aussieht. Übrigens, wenn ihr sowas kaufen wollt, denkt an den 10% Gutschein, der unten in der Videobeschreibung ist. Ihr bekommt 10% auf Powerparts und Powerware. Motor natürlich wieder gedreht. Nun sind wir auf der Kupplungsseite und wir können unsere Kupplung wieder einbauen. Was machen wir als erstes? Natürlich unseren Kupplungskorb wieder montieren. Hier muss wieder unsere Hülse drauf, inklusive der zwei Nahtlager. Die kann man hier wunderbar sehen. Diese können wir einfach draufstecken. Und auch hier, wenn wir gerade dabei sind, einfach mal einen Tropfen frisches Öl ans Lager bringen. Nun kann der Kupplungskorb eingefädelt werden. Hier drauf ist zu achten, dass alle Zähne zueinander greifen. Sprich, die Zähne von der Kurbelwelle, ebenfalls die Zähne hier von der Ölpumpe. Aber das Ganze funktioniert natürlich einwandfrei. Nun kann hier unsere Unterlegscheibe wieder untergelegt werden und unser Innenkorb von der Kupplung kann aufgesteckt werden. Der Innenkorb ist nun montiert. Nun säubern wir hier unser Gewinde und einmal die Mutter, damit wir das Ganze wieder verschrauben können. Einmal hier großes Dank an den netten Sponsor. Du bist ein Top-Kerl. Nur noch hier wieder Sicherungsscheibe unterlegen. Ich klebe diese Mutter wieder ein. Serie nicht unbedingt Vorgabe, aber ich fühle mich einfach sicherer,
wenn ich alles, was lose sein könnte, festklebe. Die Mutter bekommt 80 Newtonmeter, somit wieder Drehmomentschlüssel. Und zusätzlich, wie im Ausbauvideo, ihr benötigt ein Spezialwerkzeug. Hier ist mein Spezialwerkzeug, damit kann ich problemlos den Kupplungskorb festhalten. Einmal eingestellt. Und 80 Newtonmeter draufgebracht. Ihr könnt sehen, solche Spezialwerkzeuge sind echt extrem hilfreich. Nun machen wir uns an die Kupplung. Um diese einzubauen, muss ich euch erstmal kurz was zeigen. Das hier sind die Schleifscheiben, die nagelneu natürlich. Man kann es leider nicht ganz sehen. Ich nehme mal kurz einen Messschieber zur Hand. Und zwar haben wir zwei verschieden starke Scheiben. Einmal 1,4 circa, 1,38, also 1,4. Und wir haben zwei etwas dünnere Scheiben, die liegen hier hinten bei. Und wir haben zwei Scheiben mit einem knappen Millimeter. Sprich, diese zwei Scheiben, die dünner sind, müssten am Ende und am Anfang vom Kupplungspaket sitzen. Auf keinen Fall in der Mitte verbauen, die glühen euch sonst als allererstes durch. Warum sind diese dünner? Auf der Stirnseite sowie auf der Frontseite ist natürlich nur ein Reibbelag. Somit kann die Schleifscheibe nur auf einer Seite beansprucht werden. Sind die aber mittig verbaut, kann auf beiden Seiten die Schleifscheibe arbeiten und somit werden die unnötig heiß und eure Kupplung kann das Rutschen anfangen und verschleißt extrem schnell. Daher kommt die erste dünne nach hinten. Einmal kurz die Scheiben komplett abtropfen lassen. Wir wollen es natürlich nicht klatschnass einbauen, sie sollen nur eingelegt sein, damit diese nicht trocken verbaut werden. Nun können wir diese Scheiben selbstverständlich in Sandwich-Bauweise wieder einsetzen. Reibscheibe, Schleifscheibe, Reibscheibe, Schleifscheibe. Als letztes, wie angesprochen, natürlich wieder die etwas dünnere Scheibe drauf. Und nun in meinem Fall etwas knifflig, aber machbar. Alles einmal ausrichten, damit wieder die Rollen von der Suterkupplung hier reinpassen. Hätte man natürlich auch vorher reinstecken können, ich mache es aber gerne so, weil die Rollen am Anfang sonst rausfallen könnten. Unsere Rollen sind verbaut. Ihr habt es euch mitbekommen, die werden nur nach jedem zweiten Loch eingebaut. Original Suter gibt 12 Rollen mit, bei KDM sind komischerweise nur 6 verbaut. Warum das Ganze, weiß ich nicht, vielleicht Gewichtsoptimierung, aber hier können auch problemlos 12 Stück verbaut werden. 6 Stück, denke ich mal, sind ausreichend, ist schließlich Serie so von KDM vorgesehen. Nun können wir unsere Kupplungsdruckplatte wieder montieren. Hier drauf ist zu achten, wir haben hier Aussparungen. In einer dieser Aussparungen sollten im besten Fall diese Rollen der Suter liegen. KDM gibt an, wenn das nicht sein sollte, dass dann die Kupplung rutschen kann. Sprich, ich nehme euch mal ganz kurz etwas näher mit her. Wir können jetzt hier wunderbar sehen, hier ist die Öffnung und genau dahinter sitzt diese Rolle der Suter-Kupplung und genau so sollte das Ganze verbaut werden. Nun müssen wir wieder hergehen und müssen unsere Verschraubung finden. Das Ganze lässt sich mit einem Schraubendreher recht einfach zurechtdrehen. Und wir können nun unsere 6 Schrauben hier wieder einschrauben. Auch diese Schrauben bekommen wieder ein Drehmoment. In diesem Fall sind es 8 Newtonmeter. Und unsere Kupplung ist zu 100% fertig eingebaut. Damit wir das Zahnrad der Wasserpumpe nun verbauen können, müssen wir den Motor aufs Zündrohr stellen. Das Ganze kann man mit einem Spezialwerkzeug machen oder ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. Man muss hier in diese Bohrung schauen, kurz die Taschenlampe zur Hand nehmen.
denke mal, man kann es ganz gut sehen. Hier hinten dran ist jetzt in der Kurbelwelle ein Schlitz eingefräst. Dieser Schlitz muss genau mittig von dieser Bohrung sein. Jetzt kann man natürlich sein Spezialwerkzeug hier reinmachen, kann das Ganze blockieren. Aber im Normalfall verdreht sich die Welle nicht mehr. Das passt auch so. Wie gesagt, es gibt ein Spezialwerkzeug, es ist einfach nur eine Schraube, die halt eine abgedrehte Spitze hat und die zentriert eure Kurbelwelle, damit die sich nicht mehr weiter drehen kann. Nun haben wir hier unser Antriebsritzel von der Wasserpumpe. Das besitzt hier eine Markierung genau zwischen zwei Zahnrädern. Und dieses Zahnrad auf der Kurbelwelle hat ebenfalls auf einer Spitze, also eines Zahns, eine Markierung. Und diese zwei Markierungen müssen hier genau aufeinander fluchten. So, ich zeige das Ganze mal in Nahaufnahme. Ich denke mal, das ist selbsterklärend. Hier könnt ihr wunderbar sehen. Das Ganze muss so verbaut werden. Man kann es auch anders verbauen, indem man dieses Zahnrad hier in den Kupplungsdeckel montiert und von vorne mit einem Spezialwerkzeug drauf geht. Denn ja, euer Kurbelwelles Zahnrad hier hat auf beiden Seiten eine Markierung. Ebenfalls ist auch hier eine Markierung. Und wenn dieses Zahnrad jetzt so eingebaut ist, muss die zweite Markierung genau mit diesem Loch hier übereinstimmen, weil hier ein Spezialwerkzeug durchgesteckt wird. Aber genau auf der anderen Seite sind ebenfalls hier diese Markierungen und man kann das Ganze wunderbar verbauen. Warum der ganze Aufwand? Ihr seht es hier vielleicht, hier ist ein Gewicht eingearbeitet. Das ist sozusagen euer Ausgleichsgewicht und wenn ihr das falsch montiert, hat der Motor unnötige Vibrationen. Also immer darauf achten, dass ihr das Ganze hier richtig zusammensteckt. Selbstverständlich kommt hier wieder eine neue Kupplungsdeckeldichtung drauf. Auch diese Dichtung einmal mit Öl anfeuchten, dass sie erstens schön sitzt und zweitens sie sich minimal aufquillt und beim Verbau einfach besser abdichtet. Kupplungsdeckel wieder montieren, einmal kurz schauen, dass hier keine Verunreinigungen drauf sind. Es kann ja sein, dass sich hier irgendwie ein Span angesammelt hat. Und wir können das Ganze verbauen. Nun wieder hergehen, die ganzen Schrauben ringsherum einfädeln. Hier wird darauf achten, es gibt verschiedene Längen. Achtet wirklich darauf, dass ihr nicht die falsche Länge in das falsche Loch tut. Es kann sonst sein, dass ihr euch das Gewinde zerstört. Die Schrauben bekommen natürlich wieder ein Drehmoment. In diesem Fall sind es 10 Newtonmeter. Und wir ziehen das Ganze über Kreuz an, aber das ist natürlich ja, selbstverständlich. Nun setzen wir noch unser Wasserpumpenrad ein. Das Ganze passt nur an eine Position, weil es kodiert ist und wir kleben natürlich unsere Mutter wieder ein. Die bekommt in diesem Fall 6 Newtonmeter. Nun können wir wieder unser Wasserpumpendeckel montieren, vorher aber selbstverständlich eine neue Dichtung. Hier ist die neue, da ist die alte. Einmal die Dichtung hier einlegen und wir können den ganzen Spaß am Motor verschrauben. Hier haben wir jetzt drei Schrauben. Die lange Schraube gehört hier drüben rein. Die Schraube mit der Kupferdichtung ist die Ablassschraube, die kommt hier rein. Und die letzte Schraube sollen wir wieder einkleben und die kommt natürlich in das obere Loch. Und auch hier kommen 10 Newtonmeter drauf. Ihr konntet mir folgen, der Motorblock ist fertig montiert, zusammengebaut. Jetzt fehlt nur noch der Kolben, der Zylinder und eben der Kopf. Beim Kolben gibt es ein bisschen was zu beachten. Da muss man das Kolbenring-Stoßspiel einstellen bzw. kontrollieren. Das kommt im nächsten Video, ist extrem wichtig. Sollte man wirklich beachten, dass sonst der Motor nicht lange hält. Aber ich würde mal sagen, das seht ihr im nächsten Video.
Wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentarliste. Ich schaue da ab und zu mal rein und freue mich über euer Feedback. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.